A 2.0. Das gleichschenklige Dreieck ABC mit der Basis BC ist die Grundfläche der Pyramide ABCS. Die Spitze S liegt senkrecht über dem Mittelpunkt M der Basis BC, siehe Zeichnung. Es gilt, BC sind 12 cm, AM 8 cm, MS 11 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. A 2.1. Berechnen Sie die Länge der Strecke AS und das Maß Phi des Winkels ASM. Und hier stehen noch ein paar Ergebnisse. Als erstes habe ich hier mal eine kleine Skizze von der Originalzeichnung und ich trage die bekannten Größen erstmal ein. Also BC mit 12 cm, AM sind 8 cm und die Strecke MS waren 11 cm. So, jetzt heißt es hier, berechnen Sie die Länge der Strecke AS. Damit fangen wir jetzt an. Wir schauen nach, in welchem Dreieck liegt diese Strecke AS drin. Das sehen wir, es liegt im Dreieck AMS. Was wissen wir über dieses Dreieck? Es ist ein rechtwinkliges Dreieck, damit funktionieren Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Zwei Seiten dieses rechtwinkligen Dreiecks sind schon bekannt, eine dritte Seite ist gesucht. Damit ist der Pythagoras am schnellsten. Jetzt müssen wir nur wissen, ist eine Kathete gesucht oder die Hypotenuse. Dafür schauen wir einfach, wo der rechte Winkel liegt und gegenüber des rechten Winkels liegt immer die Hypotenuse. Also ist die Hypotenuse gesucht. AS ist also Hypotenuse des Dreiecks AMS. Wenn wir jetzt den Pythagoras aufstellen, folgt daraus AS Quadrat, also Hypotenuse Quadrat, ist gleich Kathete Quadrat plus Kathete Quadrat. So, im nächsten Schritt können wir eigentlich die Zahlen schon mal einsetzen. AS Quadrat ist gleich 8 Quadrat plus 11 Quadrat. Und entweder man benutzt jetzt einen Solver oder man löst halt das Quadrat entsprechend auf, indem man die Wurzel zieht. Also AS ist gleich die Wurzel aus 8 Quadrat plus 11 Quadrat. Das kann jetzt jeder Taschenrechner ausrechnen, beziehungsweise die Lösung steht dann ja auch hier mit dabei. AS sind dann 13,60 cm. Als nächstes brauchen wir den Winkel Phi, also Winkel ASM. Den finden wir hier oben. Ja, von A über S nach M entgegen des Uhrzeigersinns ist der da. Ja, wieder gilt die Überlegung. Jetzt schreiben wir noch auf, Winkel ASM. Wieder gilt die Überlegung, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel. Da haben wir das Dreieck AMS, ist rechtwinklig. Damit funktioniert wieder Pythagoras, Sinus, Cosinus und Tangens. Pythagoras arbeitet nur mit Seiten, das heißt, den können wir getrost weglassen, also Sinus, Cosinus oder Tangens. Da wir jetzt alle drei Seiten kennen, ja, AS haben wir gerade berechnet, funktioniert hier auch jeder Satz, also sowohl Sinus als auch Cosinus als auch Tangens können wir hier angeben. Ich benutze jetzt der Tangens, weil 11 und 8 gerade Zahlen sind, AS wäre jetzt eine Kommazahl, aber wie gesagt, kommt aufs Gleiche drauf an. Also Tangens des Winkels ASM ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Wenn hier oben mein Winkel ist, dann liegt die Gegenkathete logischerweise gegenüber. Also die Strecke AM geteilt durch die Strecke MS. Dann setzen wir wieder die Größen ein. Tangens des Winkels ASM ist gleich 8 geteilt durch 11. Das kann man jetzt wieder entweder im Solver lösen lassen oder wir benutzen den Tangens hoch minus 1, um das auszurechnen. Also Winkel ASM ist gleich Tang hoch minus 1 von 8 Elftel. Das kann jetzt wieder jeder Taschenrechner ausrechnen. Und das sind die angegebenen 36,03 Grad.